Ja, wie ihr gesehen habt, es hat geschneit, freue mich enorm. Und in 2 Wochen, da habe ich geplant, dass ich ins Hochgebirge gehe. Da will ich mal etwas Spezielles drehen und freue mich einfach dann eine Nacht lang im Schnee draußen zu sein und eine tolle Wanderung zu erleben, wie auch immer. Ja, in diesem Video allerdings möchte ich nicht von mir reden, sondern euch ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen für all die Abonnenten, mittlerweile 1500. Also ganz toll, und ihr wisst ja, wenn ich Zeit habe, komme ich auch bei euch immer auf die Videos vorbei. Hinterlasst einen Kommentar oder einen Daumen hoch und freue mich immer ab euren ganz tollen Videos. Nun, ich möchte mich mit einem kleinen Giveaway bei euch bedanken, und natürlich handelt es sich wie immer um Survival. In all den Giveaways, die ich bis jetzt gemacht habe, war ja eigentlich immer das Thema Survival. Da war erstmal die Frage Shelter oder Feuer, was baue ich zuerst, dann war es Zunge, dann Lebensmittel suchen in der Natur, also Nahrung suchen in der Natur. Und dieses Mal möchte ich passend zu dieser Zeit, wo man früher dunkel wird, wo es einen Nebel hat, wo es schwieriger wird, die Verletzungsgefahr nimmt zu, wo man ganz kurz mal irgendwo einen kleinen Abhang runterstürzen kann und man ist verloren, das Thema Notsignale aufgreifen. Macht mir ein Video mit eurer Idee, wie ihr auf euch aufmerksam machen würdet in einer Notsituation, dann habt ihr bereits 2 Lose im Topf. Für alle, die keine Videos drehen können oder nicht wollen, die können auch mittels einem Kommentar ein bisschen beschreiben, wie, was sie machen würden in einer Notsituation, also wie sie auf sich aufmerksam machen. Und ja, sagen wir mal, es müssen schon mehr als 10 Worte sein. Und dann habt ihr natürlich auch ein Los dabei im Topf. Und die Auslosung, sage ich mal, würde, jetzt ist ja noch Weihnachtszeit, alles, sagen wir mal, bis am 10. Januar, dann sind auch die Festtage vorbei. Dann würde ich eine Verlosung machen. Wie, da lasse ich mir mal was einfallen, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber kommt mir dann schon irgendwas. Also ich freue mich auf eure VAs, bedanke mich ganz herzlich bei euch allen Abonnenten. Und im Anschluss hier zeige ich euch mal kurz noch meine Variante, zum Beispiel von einem mobilen Notfeuer, was auch eine Lösung ist. Aber den Rest überlasse ich euch, wie ihr auf euch Not aufmerksam machen würde. Nach dem kleinen Kurzfilm nachher gibt es natürlich noch eine kurze Aufzählung, was für Preise das überhaupt zu gewinnen sind. Gut, freue mich ganz besonders und wünsche euch alles Gute und schöne Zeit, und hoffentlich ihr könnt den Schnee auch so genießen wie ich. Bis zum nächsten Mal. Ja, stellt euch die Situation vor, wir kennen es aus vielen Filmen. Da ist man irgendwo verletzt etc. oder man kommt nicht weg, man hat sich verlaufen, wie auch immer. Und da rennt der Herr da mit einer Fackel, geht ins Feuer rein, rennt da auf den Berg oben, hat er da irgendwo so ein Feuer schon vorbereitet, das natürlich immer ungedeckt ist, trotz des Regens, es brennt immer sofort. Das ist Hollywood, und das funktioniert nicht immer. Denn ihr wisst es selber, besonders am Morgen, wenn ihr zum Beispiel aufwacht, da habt ihr nur noch Glut drin im Feuer. Und auch jetzt in den schweren Winternächten, wo die Nächte relativ lang sind, da ist es natürlich auch so, dass man nicht immer Lust hat, wenn man nachts kurz mal ein Auge öffnet, dass man da noch Lust hat, rauszugehen aus einem warmen Schlafsack und das Feuer noch anzufachen mit Holz auflegen. Also mir ist es zumindest so, dass ich dann am Morgen oftmals erwache, das Feuer ist komplett aus, bis auf 2, 3 Glutstücke. Und bis man da natürlich eine Fackel anhat, geht es natürlich. Eine Idee, wie man sowas ganz schnell entzünden kann, ist durch ein mobiles Notsignal. Das kann man natürlich viereckig machen, dreieckig, wie auch immer. Ich habe hier ganz einfach 3 Stöcke zusammengebunden zu einem Dreibein und hier unten so ein Geflecht reingetan. Und dieses Geflecht ist ganz wichtig, und das sollte auch sehr niedrig sein, also nicht allzu hoch machen. Und jetzt ganz wichtiger Punkt natürlich, gut brennbares Material ganz unten. Und ich werde hier natürlich etwas vom Besten verwenden, und zwar Birkenrinde. Da kann man natürlich aber natürlich auch andere Ware nehmen. Und ich werde das jetzt hier mal so reinhängen. Da kann man dünne Streifen nehmen, das müssen nicht allzu große Stücke sein. Und durch das, dass sie sich ja immer so reinwickelt, kann man das auch gut direkt da reinhängen.
Ich werde mal ein bisschen großzügig sein. Und dann zusätzlich noch hier oben drauf zwei, drei drauflegen. Anschließend natürlich ganz wichtig, sehr trockenes Holz drauflegen. Das muss natürlich sehr schnell brennen, am besten Tannenzweige. Tannenzweige findet man immer bei jeder Tanne, die unteren Äste, das wisst ihr alle auch, die drauf. Das übernimmt das Feuer dann sehr schnell, weil um genügend Rauch zu erzeugen, braucht man natürlich auch ein Feuer, welches man nachher allerdings wieder ein bisschen eindämmt mit trockenem Laub. Und man kann natürlich immer wieder ein bisschen Birkenrinde. Ihr müsst natürlich immer bedenken, spart nicht am Material, weil hier kann es sein, dass das eure Rettung bedeutet. Damit wir nun auch eine starke Raucherzeugung haben, legen wir obendrauf Laub. Und hier spielt es nicht so eine große Rolle, ob das Laub nun trocken ist oder leicht feucht, weil unten haben wir ja genug Zunder. Und mit dem Laub bleibt dieser Zunder natürlich auch trocken. Das können wir, wenn wir einen Shelter bauen. Wenn wir genug Laub nehmen, läuft das Wasser gar nicht drunter. Natürlich hat das immer noch von Vorteile, wenn man kann, dieses sogenannte mobile Notfeuer auch zuzudecken. Also wenn man ein Camp baut, wäre das sicher eine ganz gute Idee, das gleich neben sich zu legen beim Schlafen, damit, sobald man ein Geräusch hört, ein Hubschrauber, Personen etc., was ihm in die Nähe kommt. Man kommt, legt es aufs Feuer drauf und man hat sofort eine starke Rauchentwicklung. Ja, und das ist genau die Situation, die ich meine. Wenn man am Morgen erwacht, da hat man noch kurz ein bisschen Kohle, ein bisschen Glut drin und das reicht natürlich nicht. Das braucht sehr lange, bis es dann wirklich ein schönes Notsignal reicht. Außer man hat was vorbereitet. Ich morgens oder wie auch immer erwache durch ein Geräusch, wo ich denke, das könnte meine Rettung sein. Da nehme ich das Mobile und stelle es einfach hier drauf. Muss vielleicht die Steine ein bisschen wegmachen, dass es richtig tief kommt. Und sofort hat es unten Feuer gefangen und es wird auch schon bald Rauch aufsteigen. Also man sieht, das funktioniert bestens. Und so habe ich mein Notsignal innen ein paar Sekunden entzündet. Ihr seht da unten, also das brennt ganz schön stark hier. Und hat natürlich sehr schnell, der Rauch steigt auf. Und das geht natürlich wesentlich schneller, als wenn ich zum Beispiel jetzt da irgendwo in den Berg hochrennen muss, etc., um ein Notsignal zu entzünden. Ja, und natürlich gibt es ja auch was zu gewinnen. Und was ganz genau, das blende ich euch jetzt hier in einem Bild ein.